Gratulation, Platz auf dem Podium, zweiter Platz. War das alles, was heute drin war? Ja, mehr war sicherlich nicht drin. Natürlich wollten wir gewinnen, aber es fehlte ein bisschen an der Speed und wir konnten die Ferraris da nicht so richtig herausfordern nach dem Boxenstopp. Wir waren einfach langsamer. Ja, der angekündigte Rücktritt von Michael Schumacher heute, er freut sich, hat er gesagt, dass sie sein Nachfolger sind. Naja, wenn die nicht glücklich damit wären, hätte ich den Vertrag auch nicht unterzeichnet. Also ich möchte jetzt dieses Jahr erstmal zu Ende fahren und dann schauen wir mal nächstes Jahr, was die Saison bringt. Kann man denn auch sagen, Sie haben eine gute Chance, mit dem neuen Team dann auch mal die WM zu gewinnen? Ah ja, ich denke, wir werden alles versuchen, das Beste fürs Team und versuchen natürlich jetzt erstmal die Rennen hier noch zu gewinnen und dann zu schauen, wie es dann für uns läuft in der nächsten Saison und einfach mal abzuwarten. Da kann man nicht viel planen. In den letzten Wochen war es ja so, dass Michael viel über die Entscheidung nachgedacht hat, nicht so recht wusste, was er machen sollte und dann auch Fehler gemacht hat in den Rennen. Werden Sie sich jetzt ein bisschen entspannter zurücklehnen und sagen, naja, ich verlasse ein gutes Team und gehe in ein gutes Team? Ja, nun, das war natürlich schon die Entscheidung vor einer Zeit getroffen worden und da wusste ich nicht viel drüber nachdenken. Kimi Räikkönen, der Mann verdient den Spitznamen Eismann völlig zu Recht. Er ist immer ganz kühl, der hat immer seine Pokermine drauf, ganz egal, wo er gelandet ist. Ja, vielleicht sollte er da auch mal mit dem zweiten Standbein anfangen, das lohnt sich bestimmt. Wird interessant, wenn der zu Ferrari kommt. Also, ein Siegertyp Kimi Räikkönen und einen weiteren Siegertypen sehen Sie jetzt bei uns hier eingeblendet. Sie erinnern sich an unser...